In Deutschland gab es im Jahr 2015 rund 770.000 Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Polizeioberkommissar Thomas Tschech und Polizeikommissarin Katja Wolf erwartet jetzt ein besonders schwerer Fall von Freiheitsberaubung. Egon 1425 von Egon. Die 1425 hört? Hört in die Kronacher Straße 53. Frau Betty Dusche meldet eine bewusstlose Person in einem Einfamilienhaus. Sonderrechte frei, RTW Rollen. Ja, verstanden, unterwegs. Das ist in die Richtung die Straße, ne? Mhm. 1425 von 3213. 1425? Ja, wir sind in der Nähe. Sollen wir zur Unterstützung kommen? Wir ziehen mal mit rüber. Lass die mal mitziehen, ja. Ja, das wäre super. In einem Duisburger Wohnviertel wurde eine junge Frau bewusstlos aufgefunden. Am Einsatzort angekommen, treffen die Beamten auf die Melderin und Freundin der Verletzten. Die Polizei, hallo! Polizei Duisburg, hallo, ist da jemand? Wohnzimmer? Oh, was ist denn hier los? Hallo? Sie lag hier so, ich bin... Können Sie uns hören? Hallo? Die Polizei ist da, hören Sie uns? Was ist passiert? Hast du schon irgendwas gesagt? Ja, ich habe bei euch angerufen und eigentlich waren wir verabredet. Ja. Mein Buch ist weg gewesen, ich bin viel zu spät gekommen und ich habe sie nur durch die Tür gesehen. Achso. Und sie lag halt hier einfach schon. Achso, sie sind dann durch die Tür. Ja, ich habe mich auch, das ist nicht so schlimm, ich habe mich auch verletzt. Kannst du da hinten den Kopf festhalten, bitte? Genau. Hallo? Ja, durch erstes Befragen der Freundin von der bewusstlosen Person konnten wir herausfinden, dass also weder die bewusstlose Person noch ihre Freundin dort wohnhaft sind in diesem Haus. Es war wohl so, dass die Freundin sich dort mit ihr treffen wollte, hat sie dann bewusstlos im Wohnzimmer liegen sehen, hat sich dann gewaltsam Zutritt verschafft und sich dann gekümmert. Alles Weitere konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht feststellen. Einmal die Augen aufmachen, hallo? 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 Ja, machen wir ein bisschen auf. Ich mache einmal den Mund auf, Mund weit aufmachen. Wir haben kein Atemproblem, Stethoskop. Die Streifenbeamten nehmen an, dass die Frau mit der vorgefundenen Flasche attackiert wurde. Aufgrund der Schwere des Verbrechens rufen sie die Kripo-Kommissare Klaus Schäfer und Norbert Meinert hinzu und bringen sie auf den aktuellen Stand. Das ist ein Isochor, nicht reagibel. Hast du einen Namen von ihr? Der Tom, ich hab alles gerade auf, ich hab noch nichts. Ich hab erstmal ein bisschen freigemacht, dass die vom RTW überhaupt arbeiten kann. Ist noch jemand im Haus? Beim Eintreffen am Einsatzort war die Schutzpolizei bereits vor Ort und wir haben uns ausgetauscht, Informationen ausgetauscht. Habt ihr irgendwas bei ihr gefunden? Hat sie einen Ausweis? Wer lebt denn hier? Der Marcel? Ja. Da hinten Marcel liegt eine Handtasche. Klang. Ich weiß nicht, ob Marcel, wie heißt er? Marcel Klang heißt er. Und da ist aber keiner da von denen, oder was? Ich nicht, und wer noch? Wer lebt hier noch? Mal raus hier noch mal. Normalerweise, wir wollten eigentlich nach unserer Freundin gucken, die hat hier mit ihm besucht. Für die Kriminalpolizisten gilt es jetzt herauszufinden, wer die gefährliche Körperverletzung begangen hat. Norbert Meinert erfährt zuerst, dass weder die Melderin noch die Verletzte in diesem Haus wohnen, sondern ein gewisser Marcel Klamm. Die beiden Frauen kennen ihn nur flüchtig. Ja, Norbert, das ist sie das? Kannst du mal eben gucken? Du hast das ja vergleichen. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Klar. Ja. Ja. Ist sie. Carlotta Müller aus Duisburg. Wohnt Carlotta hier? Nein, Carlotta wohnt nicht hier. Hier wohnt der Freund von einer anderen Marcel. Freundin, die wir eigentlich besuchen wollten. Ist der zu Hause? Und okay. Das wissen wir aber nicht. Also ich habe noch nicht geschaut, ob noch keiner. Du musst noch mal ins Haus. Ja, ich bin also hier eventuell noch einer das drin, kann ja? Möglich sein. Ich bin dann nur rein. Sie haben nichts gehört? Ich habe nichts gehört. Ich habe auch keinen anderen gesehen. Die Kripo-Beamten können nicht ausschließen, dass es sich bei dem Wohnungsbesitzer um den Täter handelt. Schutzpolizist Thomas Tschech hat eine Personenabfrage zu dem Mann durchgeführt. Ja? Hier muss wohl Marcel Klamm wohnen. Marcel Klamm? Marcel Klamm. Okay, wie alt? 14.06.80 geboren. Keine Einträge, kein Bestand. Ja. Unbeschriebenes Blatt. Okay. Nachdem das Opfer versorgt ist, durchsuchen die Beamten das Haus. Statt auf den Täter stoßen sie im Keller auf ein besorgniserregendes Szenario. Gut, was ist hier? Was ist hier? Oh, guckt euch das an. Ist da jemand da? Hallo, ist hier jemand? Hier ist sicher, hier ist nichts. Guckt ihr das an. Was ist das hier für eine Party gewesen? Das ist ja Wahnsinn. Was ist das denn hier? Das sieht ja aus wie ein Infusionsgerät.
Handschellen da auch noch rum. Aufgrund der Gegebenheiten im Keller, an diesem Fundort von dieser bizarren Konstellation mit diversen Lebensmitteln und auch alkoholischen Getränken und auch nicht alkoholischen Tränken, habe ich geschlussfolgert, dass dort eine Person noch nicht vor allzu langer Zeit gelegen haben muss oder gesessen haben muss, weil diese Lebensmittel und auch Getränke noch einen recht frischen Eindruck gemacht haben auf mich. Und deswegen könnte es auch theoretisch sein, dass hier jemand fluchtartig vielleicht befreit wurde bzw. aus dem Keller herausgeführt wurde. Okay, müssen wir KTU anrufen. Diesen Raum müssen wir sichern. Ja. KTU muss angerufen werden. Genau. Und dann werden wir mal gucken, wenn ja genug Spuren vorhanden. Norbert Meinert will herausfinden, wer in dem Kellerraum gefangen gehalten wurde und warum der mutmaßliche Täter die Besucherin attackiert und die Flucht ergriffen hat. Hierzu befragt der Kriminalhauptkommissar die Melderin. Der ist mit ihrer Freundin zusammen und diese Freundin, wie heißt sie überhaupt? Sina. Und hat sich die Sina denn ein bisschen verändert in der Zeit, wo sie... Das war der Grund, warum wir eigentlich jetzt heute hergekommen sind. Okay. Wir wollten einfach mal wieder mit ihr sprechen, sie einfach mal wieder sehen, weil wir sind beste Freunde. Ja. Und wir haben uns seit, keine Ahnung, seit Wochen nicht mehr gesehen. Und jetzt haben Carlotte und ich eben gesagt, hier komm Mensch, wir fahren da jetzt mal hin und schauen uns das einfach mal an, damit wir unsere Maus mal wieder einfach in den Arm nehmen können und einfach mal wieder da sind. Es gab uns dann zu verstehen, dass sie mit der Freundin schon seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr gehabt habe und auch ihre Freundin, die jetzt da praktisch blutend auf dem Boden noch gelegen hatte, keinen Kontakt hatte und das hat die beide stutzig gemacht und deswegen sind sie überhaupt erst hier zu diesem Haus gekommen. Wo könnte sie sich noch aufhalten? Haben die noch vielleicht ein Ferienhaus oder wissen sie nichts von? Und den Klamm haben sie vorher, den kennen sie gar nicht. Mit dem haben sie keinen Kontakt. Mal vom Sehen. Was der macht beruflich, wissen sie auch nicht. Weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen. Die Ermittler vermuten, dass der Hausbesitzer seine Freundin im Keller festgehalten hatte und jetzt mit ihr geflohen ist. Über seinen Namen ermitteln sie, mit was für einem Fahrzeug er unterwegs sein könnte. Ja, wir müssen eine Fahndung rausgeben, und zwar nach einem Citroen Berlingo in Weiß, Kennzeichen Düsseldorf, Ida Toni. Der Verdacht, dass der Hauseigentümer, der Marcel Klamm, mit dieser Freundin Sina irgendetwas mit diesem Vorfall zu tun haben, ist sehr groß. Deswegen haben wir eine Fahndung eingeleitet, in der Hoffnung, wir würden sie finden, dass sie uns Aufschluss geben, worüber was passiert ist. Der müsste in Begleitung einer Sina Thelen sein. Hier liegt ein Gewaltverbrechen vor. Bitte Fahndung rausschicken. Bei der Fahndung schwirren einem schon ein bisschen Gedanken durch den Kopf. Was für einer Person haben wir jetzt hier zu tun? Scheint es einem vielleicht psychisch kranker zu sein, der auch zum Äußersten gehen kann? Wie man ja auch schon gesehen hat, hat hier einfach eine Person auch in einer Blutlache zurückgelassen offensichtlich. Von daher gesehen, ich weiß es nicht, aber Eigensicherung, würde ich mal sagen, steht ja in erster Stelle erstmal für uns, damit hier niemand vielleicht noch zu Schaden kommt und keine Ahnung, was uns da noch erwartet. Macht ihr hier alles zu? Alles klar, soweit? Ja, wir fahren zur Uniklinik nach Duisburg. Alles klar. Wir machen hier alles dicht, KTU. Ja, machen wir. Kommt nochmal, ne? Ja, KTU ist bestellt, ja. Genau. Wir holen den Datensatz noch. Ja. Und? Ja, schauen, wie es hier geht und dann schreiben wir unsere Berichte. Ja. Und dann, dann klinken wir uns erstmal mit der Fahndung ein, würde ich sagen. Ne? Alles klar, gut. Wir sind jetzt unterwegs. Wir sind raus. Alles klar, bis später. Ja. Aufgrund der Beschaffenheit des Tatorts im Keller ziehen die Beamten in Erwägung, dass der Mann seine Freundin nicht nur festgehalten, sondern auch missbraucht hat. Die Frau könnte sich in Lebensgefahr befinden. Während die Kopfplatzwunde der Verletzten im Krankenhaus genäht wird, fahndet die Kripo gemeinsam mit den Kollegen der Schutzpolizei nach dem Flüchtigen. Um den Transporter des mutmaßlichen Täters ausfindig zu machen, lassen sie Straßensperren in ganz Duisburg errichten. Ist er das? Kennzeichen sehen? IT 992. Das ist der Wagen. Ach du Scheiße. Wir haben 24. Straßensperre, Sternbuschweg, Ecke von Burgstraße. Der 3213 ist auf Weg zu euch. Wir sind Sternbuschweg. Standortmeldung. Wir sind gerade am Verfolgen. Der Wagen fährt den Sternbuschweg runter in Richtung Kiesgrube. Wir sehen euch von vorne. Wenn er in die Kiesgrube reinfährt, bitte vorne halten. Absprache. Verstanden. Das ist er. Wow. Wir haben dann kurz gehalten, um eine Lagebesprechung abzuhalten. Das war sehr gut, weil dadurch konnten wir eine äußere Absperrung einnehmen und konnten gemeinsam das Gelände betreten. Das war er, ne? Das war er, definitiv. Konntet ihr was erkennen? Kennzeichen habe ich nicht gesehen. Kennzeichen stimmt überein. Und war noch eine zweite Person im Auto? Ziemlich sicher, dass er alleine war. Alleine. War alleine im Auto? Alleine. Okay, warten wir die Kollegen hier.
Das flüchtende Fahrzeug ist aufs Gelände raufgefahren. Ja. Das Gelände hat einen Hinterausgang, das kann ich euch zeigen, hier auf der Karte. Ihr müsst jetzt einmal hinten rumfahren und hinten zumachen. Alles klar. Wir fahren von hier vorne rein. Ihr fahrt rechts, wir fahren linke Seite. Ja? Der Plan der Kripo, dem flüchtigen Mann die Ausfahrten des Geländes versperren. Die Beamten müssen möglichst schnell herausfinden, wo sich seine Freundin befindet. Was für ein Martyrium die Frau durchmacht, können sie zum jetzigen Zeitpunkt allenfalls erahnen. Die Ermittler fahren das unübersichtliche Gelände der Kiesgrube systematisch ab und verstellen alle Auswege, um jedwede Flucht unmöglich zu machen. Hier ist er schon. Da, warte. Ja, da ist er. Wir haben Sichtkontakt mit dem Fahrzeug. Die verdächtige Person ist auch da. Die steht an der Ladefläche. Wir nähern uns jetzt dem Fahrzeug. Hey, ich sehe den Kasten lang. Ja, ich sehe ihn. Lass uns mal raus. Der Verdächtige macht da irgendwas in der Ladefläche. Der zieht die Person raus. Der zieht eine Person raus. Die zweite Person ist auch hier. Polizei, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, Polizei! Haut ab. Haut ab. Haut ab. Haut ab. 14:24. Siehst du das? Center. Bitte. 14:23 von 32:13 kommt. Das Fluchtfahrzeug kommt in eure Nähe. Rufst du einen RTW? Hallo? Gibt's ein... Können Sie sprechen? Verstehen Sie mich? Ja. Können Sie sich bewegen? Hast du einen RTW gerufen? Ja, komm. Während sich die Polizisten um die verletzte Freundin kümmern, nehmen die Kommissare weiter die Verfolgung des Täters auf. 14:24 für Egon. Ey, wie fährt der denn? Oh. Das ist ja wie eine Sau. Wir bräuchten hier einmal ein RTW. Also, ja. Können Sie aufstehen? Wir würden Sie gerne ins Auto bringen, in der Sonne. Okay, Martin, wir helfen Ihnen. Kommen Sie. Jawohl, alles klar. Ja, ich muss. Schnapp mich mal lieber an, du. Das ist mir zu gefährlich hier. Ich bin angeschnallt. Sag ich nicht. Kommst du vorbei? Nee, das glaube ich nicht. Was? Der fährt ja auch links und rechts im Slalom hier. Guck dir das an. Jetzt vielleicht. Oh, meine Güte, du! Bist du sicher? Sicher. Okay, kommen Sie raus! Oh. Ey, Alter! Komm hier! Ey, Alter! Komm mal rein hier! Was ist? Danke von dir! Wir sind festgenommen. Wehren brauchen sich nicht mehr, das hat keinen Sinn. Was denn? Festgenommen? Ich hab da nichts gemacht, Mann! Ja, das wirst du schon sehen. Hey, auf damit! Eine gezielte Befragung war bei der Person gar nicht möglich, weil der war so aggressiv und hat uns nur mit Schimpfwörtern belegt und hat sich auch gesperrt, sodass wir ihn im Grunde genommen auch gleich rauszerren mussten und ihn im Grunde genommen fixieren mussten. Diese Person ist der Schutzpolizei übergeben worden, nachdem er fixiert worden ist. Der wird jetzt zur Wache gebracht und wenn er sich beruhigt hat, wird er vor uns vernommen. Steiß ihn an. Gut. Puh, das ist ja ein Wichser. Inzwischen ist auch der Rettungswagen eingetroffen. Da die junge Frau benommen wirkt, befragen die Beamten sie nur kurz und sehr behutsam. Wir sind nicht hinter Ihnen her gewesen, sondern hinter Ihrem Lebensgefährten, Herr Marcel. Sind Sie Sina, ne? Ja, aber... Was haben Sie mit ihm gemacht? Was haben Sie denn für Verletzungen hier? Was sind das denn? Wie es aussah, hatte sie auch körperlich Wundmale an beiden Handgelenken, die wahrscheinlich von Fesselungen herrührten. Und in ihrem Arm steckte eine Kanüle, die auch im Zusammenhang wahrscheinlich mit dem stehen wird, was wir auch im Keller gesehen hatten. Da war ja eine Infusionssäule oder so ein Ständer und auch entsprechende Kanülen. Gut. Okay. Wir fahren ins Städtische, ja? Alles klar. Sehr gut. Okay. Der Arzt möchte uns bitte anrufen, wenn sie vernehmungsfähig ist. Sagt er ihm das? Ja, sagen wir. Okay. Super, danke. Okay. Bis dann. Frau Thelen wird auf jeden Fall jetzt erstmal ins Krankenhaus gebracht und wird untersucht, welche Substanzen sie im Grunde mit dem Körper hat und was er alles mit ihr angestellt hat. Und danach wird sie dann auch in Ruhe vernommen. Wartet ihr noch auf einen Abschlepper? Bitte? Ihr wartet noch auf einen Abschlepper. Okay. Jetzt kommen, ne? Ja, alles klar. Da der Täter ein hohes Aggressionspotenzial gezeigt und sich den Beamten widersetzt hat, haben die Kommissare ihn in der Zelle der Wache festgesetzt. Haben Sie sich ein bisschen beruhigt? So weit, so gut, ja. Okay, dann können wir Sie jetzt in den Vernehmungsraum mal draufnehmen. Dazu wird der Kollege Ihnen die Handschellen anlegen.
Wenn Sie so friedlich bleiben, dann wird das für die Vernehmung auch ganz friedlich werden. Okay? Wenn er drauf steht, ja. Können Sie sich mal ordentlich hinsetzen, bitte? Machen Sie mal die Hände nach vorne. Herr Klamm war mit Öffnen der Tür war relativ ruhig, also ruhiger als das, was wir ihn angetroffen haben im Streifenwagen. Da war er doch sehr aufgebracht und war irgendwann noch sehr beleidigend uns gegenüber. Hier hat er sich ein bisschen beruhigt und wollte aber zu seiner Person, hat er nur was gesagt und ansonsten wollte er zum Sachverhalt nichts sagen. Ich komme noch mal rein, hallo. Hallo. Ja, ich habe jetzt Herrn Klamm aus der Zelle geholt. Ja. Ich werde mit dem jetzt in den Vernehmungsraum gehen, werde ihn vernehmen. Ja. Mal gucken, was er dazu sagt. Wie sieht es bei Frau? Nehmen wir mal ran. Ja, wir sind gerade okay. Am Anfang noch, also brauchen noch ein bisschen. Okay, dann gehe ich mal rüber. Ja. Okay. Norbert Meinert erfährt, dass die Freundin des Täters dachte, in ihm endlich jemanden gefunden zu haben, der sie trotz ihrer Pfunde liebte. Dann aber drängte er sie, immer weiter zuzunehmen. Es sieht so aus, als wenn er sie so ein bisschen isolieren wollte und für sich behalten würde. Kann das sein? Die Kontakte sind so ein bisschen abgebrochen. Sind sie noch zur Arbeit gegangen eigentlich? Nein. Auch nicht mehr? Nicht mehr. Geh einfach mal wirklich in dich. Bist du der Meinung, dass das wirklich normal war, was er gemacht hat? Mensch, ey, Süße. Wie sieht's aus? Er bleibt bei seiner Version, dass er im Grunde genommen unschuldig ist und nichts gemacht hat. Angeblich hätte diese Freundin, oder die da gekommen ist, im Grunde genommen hätte das Haus gestürmt. Und hätte ihn fast niedergeschlagen. Er hat in Notwehr gehandelt. Welche Freundin? Die flach lag? Die Carlotta. Er hat gesagt, die hat ihn angegriffen und deswegen würde er jetzt im Grunde genommen da Not gehandelt haben und der einfach eine verpasst haben. Ich hatte Frau Thelen auch damit noch mal konfrontiert, dass die Carlotta im wirklich übelsten Zustand aufgefunden worden war. Und mein Kollege hatte zur Unterstützung dann auch noch mal ein Bild gezeigt, das er auf seinem Mobiltelefon aufgenommen hatte, dass die Carlotta praktisch in diesem Zustand auch dann bildlich dargestellt hat. Und in dem Moment habe ich richtig gemerkt, wie Frau Thelen praktisch, wenn man so will, ein Licht aufgegangen ist, wo sie einfach gesagt hat, okay, es war irgendwie doch alles Mist, das war irgendwie nicht gut und sie ist da reingeritten. Sie hat einfach aufgehört, diesen Verteidigungswall weiter zu beschützen, den sie da für ihren Freund noch hatte. Es tut mir total leid, dass ich euch vernachlässigt habe. Meine Süße. Da sind sie in einen Strudel reingeraten. Das kann jedem mal passieren. Das ist gar nicht so tragisch. Wenn sie uns jetzt nur helfen würden, dass das nicht in anderen Frauen auch noch passiert, das wäre super. Okay. Ja. Also wie gesagt, er steht halt einfach auf etwas fülligere Frauen. Ja. Dem habe ich auch nachgegeben und ich dachte mir, okay, wenn er das wirklich so möchte, dann, ich meine, ich liebe ihn einfach und ja. Natürlich tue ich sowas dann. Und ich habe einfach aufgehört mit dem Sport. Ich habe gegessen, was er gekocht hat. Das war alles super lecker. Und ja, irgendwann war es dann halt einfach so weit, wo ich auch nicht mehr wollte. Ich wollte einfach nicht mehr essen. Ja. Und habe ihm auch gesagt, dass ich gerne Beziehungspause möchte. Mensch, warum hast du das? Sie haben sich da nicht mehr wohlgefühlt, offensichtlich. Ja, natürlich nicht. Ja. Wie kann man sich so wohlfühlen? Nee, ich meine, er sieht gern freiwillig so aus. Ja, ja. Und auf jeden Fall habe ich ihm das auch so gesagt, dass ich das so nicht mehr möchte. Mhm. Und dann ist er ausgerastet. Du hättest uns doch dazu rufen können. Der ist ausgerastet. Ey, ja. Was meinen Sie mit, er ist ausgerastet? Er hat mich einfach gepackt und mich in den Keller gesperrt. Ich glaube, dass die Sina eine sehr schwierige Phase durchgemacht hat. Ich glaube, dass sie mit sich selber schon vorher Probleme hatte, denn sonst hätte sie solchen Typen gar nicht kennengelernt. Und ich glaube, dass sie mit unserem Gespräch erkannt hat, dass dieser Typ nicht ganz richtig im Kopf tickt. Denn er hat sie ja angekettet, er hat sie ja im Grunde der Freiheit beraubt. Hat sie im Grunde genommen behandelt wie ein Tier und hat sie auch gehalten wie ein Tier. Mann, ey. Gut, okay, bedanken wir uns erstmal. Mediziner hat gesagt, soweit erstmal alles fit. Ne? Ja. Super. Gut, alles klar. Die Beamten empfehlen der Frau eine Psychologin, die ihr helfen wird, das Erlebte zu verarbeiten. Ihr Ex-Freund wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung belangt.